Hi Leute, willkommen aus Ingolstadt, aus der Oyakata Kampfsportakademie. Wir haben jetzt schon einige Videos hochgeladen, beziehungsweise werden auch regelmäßig Videos hochladen. Bis jetzt haben wir hauptsächlich nur Videos für Erwachsene hochgeladen. Dadurch, dass ich ja auch Kindertrainer hier in der Kampfsportakademie bin, sollten die natürlich nicht zu kurz kommen. Denen ist natürlich auch mega langweilig, beziehungsweise ich denke, euch ist mega langweilig. Ist leider so, ich hoffe aber, ihr seid zu Hause. Bleibt auf jeden Fall da, damit wir uns so schnell wie möglich wieder hier in Ingolstadt treffen. Und heute wollte ich einfach mal mit euch eine Viertelstunde Kindertraining durchgehen, welche Übungen ihr zu Hause machen könnt. Und wir wollen auch gleich starten und starten mit 2 Minuten Hampelmann. Füße auseinander, Arme nach oben, Füße zusammen, Arme zusammen und auseinander. Genau. Ihr könnt auch gerne ein bisschen wechseln. Das bedeutet Füße auseinander, Arme auseinander, zusammen und dann die Füße nach vorne und die Arme nach vorne. Und wieder normalen Hampelmann. Das bedeutet, das Ganze ist dann ein Ausfallschritt. Jawohl, sehr gut. Und ausschütteln. Ja, das ist mir. Dankeschön. Gut. Jetzt haben wir 2 Minuten Hampelmann gemacht, sind aber noch nicht ganz warm. Deswegen jetzt noch mal 1 Minute einfach normal springen. Am besten nicht zu hoch die Füße, also nicht so, sondern einfach sozusagen von einem Fuß auf den anderen springen. Ganz easy, ganz locker. Einfach auslockern und wir nehmen die Arme abwechselnd nach vorne. Das Ganze 1 Minute. Sekunden noch und ausschütteln. Sehr gut. Eine letzte Übung noch für alle, die schon in der Schule sind und mit der rechten Hand schreibt, bei denen ist der linke Fuß vorne und der rechte Fuß schulterbreit dahinter. Also es bedeutet, meine Schultern, linker Fuß vorne bei den Rechtshändern, bei den Linkshändern der rechte Fuß vorne, der linke Fuß hinten. Nehmen die Arme mal so nach oben, dass unser Bizepsmuskel hier an unseren Ohren ist und die Hände nach unten. Das ist unsere Boxdeckung. Die Ellbogen sind hier an den Rippen, die Fäuste sind am Kinn und wir springen 1 Minute lang nach vorne und nach hinten. Einfach nur nach vorne und nach hinten. 1 Minute lang. Wie gesagt, bei den Rechtshändern der linke Fuß vorne, bei den Linkshändern der rechte Fuß vorne und nach vorne und nach hinten springen. Wenn ich ungefähr 5 cm nach vorne springe, springe ich auch wieder 5 cm zurück. Deckung bleibt oben. Zehn Sekunden noch. Und sehr gut. Wir gehen runter in die Liegestützposition.
Bedeutet, die Arme sind ungefähr auf Schulter bzw. Brusthöhe nach unten, schulterbreit. Die Arme, die Fingerspitzen zeigen nach vorne und der Rücken ist gerade und wir bleiben einfach in dieser Liegestützposition einfach eine Minute stehen. Einfach eine Minute halten. Noch beißen, durchbeißen. Sehr gut. So, wir gehen wieder in unsere Boxstellung. Wie gesagt, bei den Rechtshändern ist der linke Fuß vorne und der rechte Fuß dahinter. Und wir springen wieder und schlagen dazu die linke Hand. Das ist im Englischen der Jab, im Deutschen heißt es die Führhand, zumindest bei denen, die in der Schule mit rechts schreiben. Bei den Linkshändern ist der rechte Fuß vorne, das bedeutet, die rechte Hand ist die Führhand, beziehungsweise der Jab. Ich zeige es in meiner Auslage, das bedeutet, ich bin Rechtshänder, linker Fuß vorne, rechter Fuß dahinter, das bedeutet, meine linke Hand ist die Führhand und wir springen wieder eine Minute und schlagen immer wieder die Führhand aus. Wichtig dabei ist, in der Vorwärtssprung schlagen wir die linke Faust raus, also die Führhand. Meine Schulter deckt mein Kinn und ich drehe sie wieder zurück. Wir treffen immer mit der kompletten Faust, nicht so, sondern komplett rausgedreht. Und wir springen. Meine rechte Hand deckt mein Kinn, die brauche ich nicht. Und ich springe nach vorne. Ich kann es euch auch mal von der Seite zeigen. Wieder eine Minute. Pause sinnvoll, wieder eine Minute lang in der Liegestützposition einfach halten. Eine Minute lang. Ich denke, das ist ja einfach nur eine Wiederholung von dem, was wir bereits in der ersten Pause gemacht haben. Wir machen weiter, wieder in unserer Boxstellung. Nachdem wir jetzt wieder eine Minute in der Liegestützposition waren, springen wir wieder in unserer Boxdeckung und wir nehmen jetzt die rechte Faust, das ist die Schlaghand. Schulter deckt wieder mein Kinn. Und wir springen wieder nach vorne und nach hinten, 5 cm nach vorne, 5 cm zurück und nehmen dazu die Schlaghand. Auch genannt im Englischen Punch, also mit der möchte ich wehtun, boom, das ist meine starke Hand, mit der schreibe ich auch, bam, bam. Wieder eine Minute lang. Und wieder ausschütteln. Sehr gut. Und wir gehen noch mal eine Minute lang in die Liegestützposition runter. Einfach nur halten, eine Minute lang. Nach dieser Minute kommt ihr wieder hoch und wir nehmen wieder unsere Boxstellung ein. Linker Fuß vorne, rechter Fuß hinten, schulterbreit, Deckung ans Kinn, Ellbogen an den Rippen und wir fangen an,
mit der Führhand. Eine Minute lang einfach nur die Führhand schlagen. Gleichzeitig geht der linke Fuß nach vorne, die linke Faust auf die andere Führhand geht nach vorne. Und wieder zurück. Bedeutet, ihr könnt euch zu Hause am Boden beispielsweise Klebeband hinmachen. Das ist die Linie, meine Zehenspitzen sind hinter der Linie. Ich gehe nach vorne, schlag die Führhand raus und im Zurückgehen geht die Führhand wieder zurück ans Gesicht. Das bedeutet, ich gehe 5 cm oder 6, 7 cm mit dem linken Fuß nach vorne und den gleichen Abstand wieder zurück, dass ich genau mit meinen Zehenspitzen wieder an der Linie stehe, die wo ich markiert habe. Eine Minute lang. Zeig's auch mal von der Seite. Natürlich so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Das bedeutet, ich würde euch empfehlen, 3 Runden lang. Nutzt jedes Mal die Pause. Das bedeutet, entweder in die Liegestützposition oder wie jetzt eine Minute lang beispielsweise in die Krebsposition. Die Position kennt jeder von euch. Einfach eine Minute lang halten. Wenn ihr Geschwister dabei habt, die ungefähr in eurem Alter sind und auch ungefähr gleich groß sind, dann kennt ihr das Spiel von euch. Das heißt einfach, Krebse ins Wasser schmeißen. Das bedeutet, ihr versucht euch gegenseitig mit euren Geschwistern einfach die Füße oder die Beine wegzuziehen. Das Ganze natürlich fair. Ich denke, eure Eltern haben schon genug Stress zu Hause. Es soll sich nicht auch noch jemand verletzen. Einfach zu Hause, beim Partner, beim Bruder, einfach die Beine oder die Füße wegziehen. Wenn ihr keine Geschwister daheim habt, einfach eine Minute lang schön halten. Genau. Wir machen weiter, wir nehmen die Schlaghand dazu, in meinem Fall die rechte. Wir stehen wieder in unserer Boxstellung, Deckung ist oben, Führhand, Schlaghand. 1, 2 und wieder zurück. Ich habe hier noch mein Klebeband, das habt ihr ja zu Hause auf dem Boden hingemacht. Bedeutet, mein linker Fuß geht nach vorne, die linke Faust geht raus. Jetzt zieht mein rechter Fuß hinterher. Wichtig dabei ist, dass mein rechter Fuß nicht meinen linken Fuß überholt. Das ist ganz wichtig. Das Ganze schaut dann von der Seite einfach so aus. Gehe mit 5 cm mit dem linken Fuß nach vorne, also muss ich 5 cm mit dem rechten Fuß nachziehen. Meine rechte Faust trifft, wenn der rechte Fuß am Boden ist. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, ich habe hier am Boden einen Lichtschalter. Ich schlage die Führhand raus, der rechte Fuß zieht nach, ich drücke mit ihm den Lichtschalter und beim Gegner oben geht das Licht aus. Ich ziehe zurück und gehe wieder den Schritt zurück. Eine Minute lang, 1, 2. Wenn ich zurückgehen will, dadurch, dass ich ja mein rechter Fuß hinten steht, muss ich mit dem rechten Fuß auch wieder zuerst zurückgehen. Zack, heißt links, rechts. Mein rechter Fuß überholt nicht meinen linken. Ich treffe, wenn der rechte Fuß am Boden ist und ich ziehe zurück, rechts, links. Stehe wieder genau da, wo ich angefangen habe. Hier habt ihr euer Klebeband, linker Fuß steht vorne, links, rechts zieht nach, überholt nicht links. Und ich gehe mit rechts zuerst zurück, setze links wieder vor mein Klebeband. Perfekt, sehr gut. Das Ganze auch wieder eine Minute lang wiederholen. Danach wieder eine Minute in die Krebsposition. Einfach eine Minute lang halten. Sehr gut. So, jetzt schlagen wir nicht nur in der Vorwärtsbewegung, sondern wir schlagen auch in der Rückwärtsbewegung. Das bedeutet, ich stehe wieder mit meinen Zehen am Klebeband, rechter Fuß hinten, Deckung am Gesicht. Ich gehe nach vorne mit links, rechts zieht 5 cm ungefähr nach, überholt nicht meinen linken Fuß. Ich habe den Lichtschalter gedrückt, oben beim Gegner geht das Licht aus. Zieh zurück und jetzt beim Rückwärtsgehen schlagen wir auch gleich. Der rechte Fuß geht zuerst und jetzt schlage ich mit rechts zuerst. Ich drücke wieder den
weiter. Links zieht 5 cm nach, überholt nicht den rechten Fuß und ich stehe wieder mit meinem linken Fuß vor meinem Klebeband. Nochmal zum Mitschreiben. Links, rechts. Ganz kurz schauen, ob ich auch richtig stehe. Ich stehe perfekt, mein rechter Fuß hinter meinem linken. Das passt, meine Deckung ist oben und jetzt im Zurückwärtsgehen. Ich treffe mit der Faust den Gegner beispielsweise im Gesicht, wenn mein Fuß am Boden ist. Lichtschalter wird gedrückt, linker Fuß zieht nach. Wieder eine Minute ungefähr, links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Zeige euch das auch noch von der Seite. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Das Ganze würde ich euch wieder 3-4 Minuten lang empfehlen. Immer in der Pause, beispielsweise in die Liegestützposition oder in die Krebsstellung. Was ihr auch machen könnt, sind einfach mal kurz zwischenzeitlich, zwischen jeder Übung einfach mal kurz 10 Liegestütze. Ich mache die für euch mit. 10 Stück und 1, Ellbogen bleiben bitte am Körper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Ja. Und dann könnt ihr die ganze Kombination nochmal von vorne machen. Nochmal kurz zum Wiederholen, was haben wir gemacht? Wir haben uns bewegt, links vorne, rechts hinten, sind gesprungen, haben die Führhand rausgeschlagen. Dann haben wir die Schlaghand mitgenommen, Führhand, Schlag. Mein rechter Fuß überholt nicht meinen linken. Dann sind wir auch im Rückwärtsgang gegangen, in der Boxstellung. Rechter Fuß zuerst, linke Faust zieht nach. Perfekt, super. Macht das Ganze einfach so lange ihr wollt. Immer wieder in Runden. Eine Minute, eine Runde. Zwischen den Pausen immer eine Zwischenübung reinschmeißen. Genau. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz die Frontkicks zeigen. Frontkicks würde weitergelaufen. Frontkicks würde so ausschauen. Der linke Fuß ist vorne, Deckung ist oben. Wichtig beim Frontkick. Wir treffen mit der ganzen Ferse und wir wollen den Gegner im Bauch treffen. Das bedeutet, nicht zu weit unten kicken, nicht zu weit oben. Das treffen wir hier in der Brust. Wir wollen den Gegner im Bauch treffen. Die Deckung ist oben, der linke Fuß ist vorne. Wir ziehen das Knie hoch. Dadurch bin ich auch gleichzeitig durch Angriffe des Gegners gedeckt. Und dann schlage ich raus. Heißt, wir stehen hoch, boom, Hüfte mitnehmen. Dadurch drücke ich den Gegner auch noch, wie wenn ich ihn schubse, noch weiter nach hinten. Wir stehen in unserer Boxstellung, Knie hoch und raus. Boom. Wir setzen den linken Fuß dort ab, wo er herkommt, vorne. Was mir wichtig ist, bitte keinen Anlauf nehmen. Der Gegner greift mich an, dann brauche ich nicht erst den linken Fuß nach hinten holen und unzählige Schritte machen. Brauche ich nicht. Ich möchte den Gegner, der mich angreift, aufhalten. Das bedeutet, wir stehen, bam, und hoch. Knie hochziehen, so schnell wie möglich raus, so schnell wie möglich wieder absetzen vorne. Bam, absetzen. Bam, absetzen. Knie hoch, raus, absetzen. Knie hoch, raus, absetzen. Auch wieder eine Minute zwischendrin. Diesmal vielleicht noch eine kleine Zwischenübung, vielleicht mal im Plank. Eine Minute lang einfach halten. Wir stützen uns auf den Unterarmen ab. Der Rücken ist gerade, wir machen kein Kamel, sondern der Rücken ist gerade. Die Unterarme sind am Boden. Ich mache betende Hände. Und halte einfach. Auch wieder eine Minute lang. Danach wieder Frontkick. Wir haben jetzt den vorderen Frontkick, auch genannt Stoppkick. Mich greift jemand an, das ist der schnellste Kick, den wir haben. Mich greift jemand an, ich ziehe das Knie hoch, raus, raus. Das Ganze natürlich mit Deckung. Deckung ist oben, Knie hoch, Fuß raus, absetzen. Vorne. Kein Anlauf, kein Schritt, kein gar nichts. Dasselbe machen wir jetzt mit dem rechten Fuß. Rechter Fuß, erst das Knie hoch. Ich bin automatisch wieder gedeckt vor Angriffen des Gegners. Knie hoch, Fuß raus, hinten absetzen. Das ist ganz wichtig. Deckung bleibt oben. Knie hoch, raus, bam.
Bitte stellt euch vor, die Gegner sind am meisten so groß wie ihr. Das bedeutet, ich möchte den Bauch treten, heißt nicht zu weit unten, nicht zu weit oben treten. Becken hoch, Knie hoch, Fuß raus, bam. Und ganz wichtig, wir treffen mit der ganzen Ferse. Wir stehen, bam, absetzen, bam, absetzen, bam, absetzen, boom, absetzen, boom, absetzen. Okay? Auch wieder 3-4 Minuten, eine Runde, eine Minute, danach wieder eine Zwischenübung einbauen. Beispielsweise Plank, Liegestütz, Liegestützposition, auch Sit-Ups werden möglich. Ein Sit-Up, bitte, die Fersen sind am Boden, mein Rücken liegt komplett auf dem Boden, meine Hände sind ungefähr hier, ihr könnt sie auch gerne hier hin tun, bitte nicht hier hinten hin, weil sonst drücke ich immer nur den Nacken nach oben. Ihr schaut bei euch zu Hause wahrscheinlich ans Kinderzimmer, an die Decke oder ans Wohnzimmer an die Decke und jetzt ziehe ich meine Nasenspitze einfach nach oben. Die Schultern bleiben immer weg vom Boden und jetzt ziehe ich nur die Nasenspitze hoch zur Decke. Auch einfach eine Minute. Letzte Übung, wir kombinieren das Ganze. Wir stehen in unserer Boxstellung. Für den jetzigen Moment, ihr könnt es dann zu Hause natürlich auch ein bisschen anders variieren, wie ihr wollt. Für jetzt, für dieses Video möchte ich euch zeigen, was haben wir gemacht? Führhand, Schlaghand nach vorne, Schlaghand, Führhand zurück. Also nach vorne, links, rechts, zurück, rechts, links. Jetzt möchte ich das Ganze mit dem Frontkick verbinden. Das bedeutet, lasst euch zu Hause Zeit. Ihr habt Zeit der Welt, ihr sitzt alle zu Hause, was auch gut so ist. Das bedeutet, achtet auf euch selber, achtet auf die Technik, schaut, dass ihr es richtig macht. Wir gehen rein, linke Faust, linker Fuß, rechter Fuß, linke Faust. Ich drücke meinen Lichtschalter, ziehe zurück, mit dem linken Fuß gehe ich nach oben, Frontkick raus, vorne absetzen und wieder zurück, rechts, links, rechter Frontkick. Okay? Also wir probieren es. Links, rechts, links, absetzen, rechts, links, rechts, absetzen. Okay? Sehr gut. Also ich zeige es auch von der Seite. Links, rechts, links, vorne absetzen, rechts, links, rechts, hinten absetzen. Der Fuß muss immer dorthin, wo er herkommt. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß, probiert es aus. Nehmt euch beispielsweise pro Übung 5 Runden. Zwischen jeder Minute macht ihr eine kleine Zwischenübung. Okay? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Falls ihr Vorschläge habt, was ihr gerne sehen würdet zu Hause, einfach ins Kommentarfeld unten einfügen, was ihr gerne sehen würdet. Wir schauen, dass wir es euch ermöglichen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und bleibt auf jeden Fall zu Hause. Seid brav und ich hoffe, dass die Krise so schnell wie möglich vorbeigeht und wir uns so schnell wie möglich hier im Moja Kater wiedersehen. Servus, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, Leute.